Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. In meinem heutigen Video gibt es ein Fondant Basic. Ich zeige euch nämlich, wie ihr eine Torte in Form eines Buches herstellen könnt, ohne dass ihr euch dafür eine spezielle Backform kaufen müsst. Kleine Voraussetzung ist eventuell ein rechteckiger Backrahmen, denn wenn ihr da drin einen rechteckigen Kuchen backt, macht das Ganze natürlich im Nachhinein sehr, sehr viel einfacher. Von der Größe her könnt ihr euren Backrahmen einstellen, so wie ihr das braucht. Ihr könnt ihn noch größer backen, ihr könnt ihn kleiner backen. Meiner war auf 30 x 22 cm ausgezogen. Ich habe hier drin ein klassisches Rührkuchenrezept gebacken. Auch hier könnt ihr natürlich ganz variabel sein. Ihr könnt den Wunderkuchen verwenden, ihr könnt ein Biskuit verwenden, ihr könnt ihn füllen, ihr könnt ihn auch einfach so lassen und nur einen Schokokuchen, einen Nusskuchen etc. da drin backen. Wichtig ist auch noch, dass ihr, bevor ihr den Kuchen zurechtschneidet, lasst ihn richtig gut auskühlen. Denn wenn er noch zu weich, zu frisch ist, bröselt er euch nur weg. Von daher empfehle ich euch auf jeden Fall, den Kuchen einen Tag zuvor zu backen, ihn über Nacht richtig gut auskühlen zu lassen und am nächsten Tag erst mit dem Zurechtschneiden zu starten. Wir legen aber jetzt endlich los und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Da sehen wir uns noch mal ganz kurz wieder. Mein Kuchen ist jetzt richtig gut ausgekühlt. Ich hatte ihn ja, wie gesagt, schon am Tag zuvor gebacken in einem rechteckigen Backrahmen, den ich auf 30 x 22 cm ausgezogen hatte. Zuallererst messe ich mir jetzt die Mitte aus, markiere das ein klein wenig und schneide rechts und links von der Markierung hier keilförmig den Kuchen heraus, sodass ich eine Buchmitte erhalte. Mein Kuchen war an der höchsten Stelle etwa 5,5 cm gewesen. Er war etwas hubbelig gebacken, was aber bei solch einer Buchform euch absolut zugute kommt. Ich verwende hier ein kleines Messer mit Wellenschliff, was ideal zum Zurechtschnitzen eines Kuchens geeignet ist. Und so schneide ich mir jetzt nach und nach eine gewölbte Buchform zurecht. Ich schneide hier nicht sehr viel weg. Ich empfehle euch auch lieber erstmal etwas weniger wegzuschneiden, denn was zu viel weggeschnitten ist, ist nachher immer etwas schwieriger, es wieder anzubauen. Nehmt euch auf jeden Fall Zeit zum Zurechtschneiden, schaut immer rechts und links richtig gut eure Torte an, sodass ihr auch eine richtig schöne Buchform erhaltet. Wenn ihr dann mit eurer Form zufrieden seid, wird der Kuchen nun auf ein Cakeboard gesetzt. Ich verwende hier eine 5 mm starke Kaperplatte, die ich mir genau in der Größe meines Kuchens zurechtgeschnitten habe. Ich habe jetzt hier meinen Kuchen gewendet, bestreiche meine Kaperplatte mit der Nougat-Buttercreme, die ich mir für diesen Kuchen zubereitet habe, klebe diese nun auf die Unterseite des Kuchens drauf, wende sie wieder zurück und streiche sie mit einer ersten Schicht von der Buttercreme rundherum ein.
Falls eure Buchwölbung nicht ganz so intensiv ist, könnt ihr dieses mit der Buttercreme oder mit der Ganache, je nachdem, mit was ihr eure Torte einstreicht, nochmal natürlich herausarbeiten. Mit einer rechtwinkligen und scharfkantigen Teigkarte habe ich dann die Buttercreme erstmal grob geklettet. Ich habe jetzt hier noch nicht ganz so hundertprozentig ordentlich gearbeitet, da die erste Schicht in erster Linie zur Krümelbindung dient. Diese muss nun für etwa 20 Minuten zum Festwerden in den Kühlschrank, bevor ihr dann die nächste Schicht auftragt. Auch hier gebe ich die Buttercreme auf die Oberfläche und bestreiche meine Torte rundherum mit der Creme. Auch diese wird natürlich mit der Teigkarte wieder richtig schön geklettet. Anschließend wandert die Torte wieder in den Kühlschrank und muss für mindestens eine Stunde durchkühlen, bevor ihr sie mit dem Fondant eindecken könnt. Ich kleide meine Torte heute mit weißem Fondant ein, den ich mir zuvor schon weich geknetet habe. Ich habe hier ein knappes Kilo, was ich mir auf etwas Speisestärke ausrolle. Das Stärkesäckchen, mit dem ich die Arbeitsplatte abgepudert habe, das ist ganz einfach, sich herzustellen. Das verlinke ich euch jetzt hier oben in die Infocard. Anschließend hole ich mir meine gut durchgekühlte Torte aus dem Kühlschrank und decke sie mit dem ausgerollten Fondant ein. Hier müsst ihr gar nicht so viel beachten. Durch die niedrige Form der Torte legt sich der Fondant hier fast automatisch faltenfrei drumherum. Ich arbeite allerdings zuerst die Ecken, bevor ich die Seiten mit meinem Fondantkletter an die Torte andrücke. Anschließend nehme ich den groben Überstand mit einem Marzipanmesser weg. Und klette meine Torte von allen Seiten mit den Fondantklettern. Zum Schluss nehme ich noch den restlichen Überstand richtig nah an der Torte mit dem Marzipanmesser weg. Ich habe die Torte jetzt erst nochmal für 20 Minuten in den Kühlschrank gestellt, damit die Buttercreme, die mittlerweile wieder etwas weich geworden ist, wieder richtig schön fest werden kann. Mit einem spitzen Modelliertool ritze ich nun rundherum die Seitenoptik in meine Torte ein.
Ich habe nun die Seiten meiner Torte mit Lebensmittelfarbe angemalt. Ich habe hier eine Hautfarbe genommen, die ich mit etwas Zitronensaft angerührt habe. Diese male ich nun rundherum auf die Seiten meiner Torte auf, denn diese Torte wird eine Kommunionstorte bzw. soll ja eine Bibel darstellen, die ja goldene Seiten hat. Anschließend habe ich die Seiten noch mit goldener Lebensmittelpuderfarbe abgepudert und ihr könnt die Torte auf der Oberfläche dann so dekorieren, wie ihr das braucht. Egal ob für eine Kommunion, Taufe oder auch eine Konfirmation. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich immer wieder über positive Däumchen. Die Produkte, die ich verwendet habe, die findet ihr alle hier unter dem Video in der Infobox. Ihr fragt mich auch immer wieder so oft nach Kaperplatten. Kaperplatten sind Leichtschaumplatten, die man im Architekturbedarf zu kaufen bekommt. Das sind größere Platten, die gibt es in verschiedenen Größen zu kaufen, die man sich dann individuell genau passend zurechtschneiden kann. Das ist auch ganz einfach. Ich mache das hier mit einem ganz einfachen Cuttermesser. Der Vorteil ist, ich habe immer ein Cakeboard, was genau auf meine Torte passt und von daher verwende ich immer wieder sehr, sehr gerne die Kaperplatten. Ein Shop, wo ihr diese zu kaufen bekommt, findet ihr natürlich auch hier unten in der Infobox. Ich freue mich, dass ihr mir heute zugesehen habt und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut! Tschüss!